Jo, Leute, unverhofft kommt oft. Ja, wir sind unterwegs Richtung Frankfurt zu einem Fernsehsammler. Hier holpert es ein bisschen, merkt er ja gerade. Und ich brauche noch ein paar Ersatzteile für den Fernseher und ich weiß, wo sie sind. Wir sehen uns gleich bei einem Sammler in Groß-Gerau wieder und da gibt es dann einige Eindrücke und schöne Sachen zu sehen. Seid gespannt, bis gleich. Ja, normal wären wir gleich da. Noch 37 Kilometer bis Frankfurt, aber leider stehen wir ja, wie ihr seht, im Stau. Und naja, wollen wir mal abwarten. Ne? Vor ein paar Stunden haben wir noch gesagt, was machen wir jetzt? Naja, dafür stehen wir jetzt im Stau. Ich melde mich gleich zurück, wenn es dann wieder weitergeht. Bis gleich. Sehen Sie da hinten die Skyline von Frankfurt? Ja, wir nähern uns auch dem Flughafen von Frankfurt. Im Moment geht die Fahrt gut voran. Ankunftszeit am Zielpunkt so um 17 Uhr und 15, 17 Uhr 18. Lass mich da mal überraschen. Braucht er noch einige Ersatzteile? Ich hoffe, er hat sie da. Das sehen wir dann auch. Und ja, ich melde mich gleich wieder. Bis dahin genießen Sie die Aussicht, bis die Landeklappen ausgefahren werden. Wir sind da. Trotz Regen, trotz Spät, wir haben es gefunden. Ja, wir sind beim Axel. Ja, er hat angefangen, die Regale einzuräumen. Wie ich letztes Mal hier war, war das alles noch nicht. Viele alte Bekannte, aber guckt selber. Ihr kennt die Apparate von mir. Hier zum Beispiel Nora, Kräft-Weltfunk, der Autophon 36er, der Autophon 43er. Und der Saber mit dem Schlüssel. Und ein Admiral aus USA. Ja, den starren Kassen kennt ihr. Der Löwe Opta von 52. Viele tolle Geräte, auch schöne Farbfernsehgeräte. Viel Spaß beim Gucken, die Kamera geht durch und wir sehen uns gleich wieder. Können Sie schon Fernsehen? Das war noch nicht da. Alles, was Sie gern sehen, haben Sie zum Greifen da. Irgendetwas Schönes, denken Sie sich aus. Der Bildung bringt es Ihnen frei ins Haus. Meine Herren, wünschen Sie schöne Frauen zu sehen. Ja, da hinten ist der Trinitron von 74, den habe ich auch. Der Kuba Portacolor, der erste Farbfernseher von 1967 und der ist auch gut. Ja, so von 72 Telefunken. Ja, ja. Telefunkenbombe. Ja, der ist mit auch klasse. Fernbedienung. Ja, das ist wieder das ist das Schmankerl wieder, ne? Ja, ja, ja. Ja, aber es gibt hier noch reichlich viel zu sehen. Das hier ist nur eine kleine Auswahl an Gerätschaften. Die waren hier oder wo waren die nochmal? Ich weiß das gar nicht. Ja, ja, hatten die da gestanden, ne? Ah ja. Ja, den habe ich ja auch, diese Mende, mit 43, ne? Ist klar, hier ist die belgische Ausführung von Philips. Ohne, hier, der gibt auch mit Mehrnormschalter. Ne? Auch ein schöner Apparat von Metz. Wunderbar, hier haben wir den Mehrnormschalter hier. Genau, genau. Saber W2. Weltblick, ne, kann man ja, Weltblick. Ja. Ja, schöne Sachen alles, ne? Ja, stehen bloß noch nicht so, das muss jetzt erst... Ja, ich habe ja gesehen, wie du das vorhast. Also, das ist Wahnsinn, was hier alles rumsteht. In den Kellerkatakomben. Ach, guck, da stehen sie doch schon rum. Goldsiegel. Wo ist denn jetzt noch ein Goldsiegel? Genau hinter dir unten. Klasse. Jetzt. Ups. Er hat ja Rollen. Er hat Rollen. Den kannst du rüberrollern. So, warte mal. Deckel ist schon mal klar. Warte mal eben. Kurz mal drunter gepackt. Original Deckel ist drunter. Ja, ich denke mal. Du hast doch bestimmt hier auch ein Schraubenzieher oder sowas da, oder? Genau. Das ist ja auch sehr praktisch gemacht, ne? Ja. Guck mal, da hat man auch die Bildröhre. Ah, der hat wieder eine andere Röhre. Guck an, guck an. Wie eine gedruckte Schaltung hier, ne? Ja, das waren so die Vorläufe. Ja. Na, ist komplett, siehste. Gut, haben wir das auch geklärt. Okay, alles klar. Oh, jetzt ist er drin.
doch schon 30 Jahre alt. Dann kommen wir da durch, das sagst du. Ja, wir sind jetzt gerade mal noch am Tanken. Wir waren, wie gesagt, um 4:15 vor Ort. Jetzt haben wir 6:55, klar. Wir haben jetzt noch eine leistungsstarke Rückfahrt, hoffentlich störungsfrei. Ja, und wenn der Fernseher im Schapp ist, melde ich mich noch mal kurz. Ich würde sagen, heute haben wir wieder mal genug gesehen. Jo, 21.20 Uhr, Zurücksturz zur Erde, schon wieder ein Eckenfüller mehr. Eigentlich wollte ich den zum Ausschlachten haben, aber ist auch schon wieder zu schade. Ja, bis neulich. Gutes Nächtle.